Ich möchte mich entschuldigen. Entschuldigen? In Rangpur, als wir nachts auf dem Ochsen nach Hause geritten sind, habe ich behauptet, du würdest es nie wieder schaffen, mich in eine so lächerliche Situation zu bringen. Ich habe mich geirrt, deshalb entschuldige ich mich. Akzeptiert. Danke. Ich würde mich auch gern entschuldigen. Mach dich nicht lustig über mich. Nein, ehrlich. Es tut mir leid, dass ich dem Platzanweiser den Trauring deiner Ur-Urgroßmutter gegeben habe. Wenn wir wieder in einen japanischen Horrorfilm gehen, überlasse ich dir den Platz am Gang. Es sind fürchterliche Filme. Ich bin nur deinetwegen reingegangen. Fürchterlich? In Godzilla gegen Mothra hast du fast geweint. Gespielt, wie an dem Abend, als du mich hypnotisiert hast. Du hast die Hosen fallen lassen beim Damenkränzchen deiner Mutter. Ich wollte es. Du hast gebellt wie ein Hund. Nein, das habe ich nicht. Wirst du aber, wenn ich die Hypnose reaktiviere. Soll ich? Dass ich belle wie ein Hund. Mm-mm, die Hosen runterlässt. Na, komm ich ungelegen? Darf ich mich hinsetzen? Wo ist Anne? Erst wenn sie es rausrücken. Wir haben doch das Kochbuch. Meine Füße tun, wir haben sie ein Herz. Schluss mit dem Unsinn, Luisa. Wir beide wissen, das Kochbuch ist wertlos. Ich will das, was zwischen den Seiten lag. Dazwischen? Seite 48. Ein Rezept für Schneckenkäse. Den Gepäckschein. Oder besser, ein halber Gepäckschein. Hören Sie, ich habe keinen Gepäckschein, auch keinen halben Gepäckschein. Ich bin hungrig, müde, habe Durst und einen Nagel in meinem Schuh. Und wenn Sie mich hinsetzen lassen, sind Sie mein bester Freund. Ich dachte, wir sind bereits Freunde. Ich habe immerhin Ihr Leben gerettet. Meinen Sie, es hat Spaß gemacht, Sati zu töten? Er war immerhin mein Bruder. Sie müssen sich sehr nahe gestanden haben. Er und Blanchard haben versucht, mich auszuschalten, nachdem ich 30 Jahre für sie gesessen habe. Sie werden sich nicht erinnern. Sie waren noch ein Baby. War seinerzeit enormes Aufsehen, stand in allen Zeitungen. Drei Kunsträuber entkamen durch die Pariser Kanalisation. Die Da Vinci-Radierung im Wert von 10 Millionen Francs ist nie wieder aufgetaucht. 1959, der Da Vinci-Raub aus der Privatsammlung Deauville, nicht wahr? Aber die Polizei hat doch einen gefasst. Ja, aber wir hatten einen genialen Plan. Nur einer von uns dreien kannte das Versteck. Aber er konnte ohne die beiden anderen nicht ran. Die beiden wiederum hatten nur je einen halben Gepäckschein. Die Hälfte gehörte Sarti. Von ihnen will ich die andere Hälfte, die ihnen Blanchard gegeben hat. Ich bin bereit, mit ihnen ein Geschäft zu machen. Sagen wir 10%. 10%. Dafür sind Anne und Michael frei. 10%? Du hast recht, ich will 20. Wo ist er? 20%? Bist du verrückt? Er bringt uns doch alle um. Sagen Sie mir, wo er ist. Befreien Sie Anne. Zuerst den Gepäckschein. Nein, zuerst Anne. Sie verschwenden Zeit. Meinen Sie etwa, ich arbeite allein? Sie blöfft. Das würde ihr schlecht bekommen. La Femme. Und was willst du jetzt tun? Ich gebe ihm den Schein. Aber du hast ihn doch nicht. Ich hab ihn. Warum hast du es dann nicht gesagt? Ich hab's gesagt. Ich meine von Anfang an. Weil ich es da noch nicht wusste. Wie kannst du ihn haben, ohne es zu wissen? Ich hatte keine Anhaltspunkte. Oh. Anne! Geht's dir gut? Wer sind Sie? Na, ich bin's. Michael. Michael wer? Was haben Sie ihr getan? Nur ein kleiner Schlag auf den Kopf. Sie hat vorübergehend ihr Gedächtnis verloren. Ich hoffe, Ihr Gedächtnis funktioniert. Den Gepäckschein! Was steckt wohl in meinem BH? Sie haben versprochen, Anne und Michael freizulassen. Wer ist Anne? Du bist Anne. Wer sind diese Männer? Die Bösen. Wer seid ihr? Die Guten. Wir spionieren für England, nicht wahr? Sie vielleicht. Ich bin vom CIA. Um Gottes Willen, Luisa, du verwirrst sie noch mehr. Du bist kein Spion, Anne. Wir leben zusammen. In einem Apartment. In Paris. Das Schlafzimmer mit Balkon. Das Badezimmer mit den scheußlichen blauen Kacheln. Er hat darauf bestanden. Blau strahlt Ruhe aus. Wer ruht schon in einer Toilette? Als mir mein Name nicht mehr einfiel, wusste ich, ich bin ein Spion. Ich wusste, die Kapsel hatte ihre Wirkung getan. Kapsel? Kapsel? Kapsel. Sie bewirkt einen kurzfristigen Gedächtnisschwund, um kein Geheimnis preiszugeben. Weißt du, ich glaube, ich habe deine Anne wirklich unterschätzt. Ha! Entschuldigung, es tut mir leid, dass ich Sie belästige, aber wir suchen Luisa Phillips. Jeder Taxifahrer legt 100 Francs in den Hut. Sie alle versuchen, Luisa Phillips zu finden. Und der Fahrer, der sie findet, bekommt alles. Bon, ça va, s'il vous plaît. Kommen Sie mit. Nehmen Sie mich. Lassen Sie die Frauen gehen. Die Frauen? Die Frauen, ha?
Und was ist mit den Kindern? Sie können uns foltern und töten, aber irgendjemand wird wieder unseren Platz einnehmen. Und deshalb haben Sie, diesen Krieg zu gewinnen, nicht die geringste Chance. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Kommen Sie mit. So ist's recht. Immer lächeln. Geben Sie es dem Mann mit der Brille. Denken Sie an Ihre Freunde im Auto. Sie und Ihresgleichen haben keine Chance. Solange es Gerechtigkeit gibt auf dieser Welt, solange es anständige Menschen gibt auf dieser Welt, solange noch ein Licht leuchtet auf dieser Welt, solange werden wir uns nicht ergeben. Madame? Ah. Gehen wir. Eine Sekunde. Haben Sie Feuer? Nein! Ja. Ja. Luisa! Vor dem Zigarrenladen. Luisa, Josh, es ist Luisa. Dick Miles. Schnell, steigen Sie ein. Hey Sie, warten Sie! Rule Britannia, Britannia rule the waves. Sie sollten dichter dranbleiben. Fahren Sie schneller. Nein, langsamer. Wir sind reich. Wir sind tot. Der gestohlene Da Vinci ist in dieser Zigarre 30 Jahre gelagert, in diesem Ding da. Hinter der Wasche wäre die ganze Zeit her. Dann kann er sie jetzt haben. Sind Sie wohl auf? Ja, ich glaube schon. Oh, ich sehe bestimmt schrecklich aus. Sie sehen wunderbar aus. Ich bin Miles Parrish. Ich bin Ann Biddle. Was? Was Sie jetzt brauchen, ist eine Tasse Tee. Ich schreibe eine Reisekolumne. Ich arbeite mit straffällig gewordenen Kindern. Wirklich? Mein Bruder ist auf Straffällig. Warten Sie doch! Warten Sie doch! Hey! Michael! Fang! Lange Rede, kurzer Sinn. Der Da Vinci-Raub ist immer noch ungeklärt. Aber Javert wurde wegen Mordes an seinem Bruder verurteilt. Und Michael bekam 30 Tage für das überfahrene Rotlicht und 60 Tage wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Auf Bewährung. Die Taxifahrer haben sich das Geld gerecht geteilt. Nachtragend sind sie nicht. Das mag ich an den Franzosen. Das Kochbuch habe ich nie wieder gesehen. Dafür habe ich meiner Mutter eine Postkarte geschickt mit dem Grabstein von Edith Piaf. Was noch? Oh ja, die Hochzeit. Afin que vous soyez unis dans le Christ,